Das Werk am Westring ist kaum vollbracht, schon krempeln die Männer vom Ulmer Tiefbauamt die Ärmel wieder hoch und spucken in die Hände. Die nächste Etappe des mächtigen Verkehrsvorhabens, die neue Ehinger Torunterführung, gilt es zu verwirklichen. Wie eine Wespentaille wird die Ulmer Innenstadt von den Anlagen der Bahn eingeschnürt. Nur zwei Brücken, darunter die zum Abbruch bestimmte Zinglerbrücke, stellen Verkehrsverbindungen zu den westlichen Stadtteilen mit ihren großen Industriewerken und den Vororten her. Die beiden Überführungen sind dem von Jahr zu Jahr wachsenden Ansturm von Chrom und Blech nicht mehr gewachsen. Berge von Schwierigkeiten sind zu überwinden, ehe der erste Spatenstich für das Projekt erfolgen kann. Bazars, so auch das Spatzennest, Treffpunkt vieler Ulmer Spatzen, müssen dem Erdboden gleichgemacht werden. Die Grunderwerbsverhandlungen ziehen sich in die Länge. Die morsche Zinglerbrücke zittert in allen Fugen. Die Zeit drängt, einen leistungsfähigen Verkehrsweg zwischen Altstadt und den westlichen Gebieten herzustellen. Bagger fahren auf. Lastwagen rollen an, rollen mit Erde, Kies und Fels beladen wieder ab. Der Kobelgraben, ein Blauarm, ist tiefer zu legen. Eine technisch nicht leichte Aufgabe. Mit einem speziellen Sprengverfahren rückt man der Brücke am Kobelgraben zu Leibe. Doch bevor man ans eigentliche Werk geht, ist das Verkehrsproblem zu bewältigen. Auf dem Tiefbauamt wird ein kompliziert scheinendes, im Grunde aber einfaches Umleitungssystem ausgetüftelt. Ein Kapitel für sich, der Bau der Bahnunterführung, von der Bundesbahn in eigener Regie ausgeführt. Begonnen wird im Winter 64 mit dem Ausbau der Gleise. Spezialkräne müssen von weit her ausgeliehen werden. Rund 400 Züge passieren täglich die Baustelle. Dazu kommen ca. 1000 Rangierfahrten. Der Zugverkehr darf und kann unter keinen Umständen unter der Baumaßnahme leiden. So werden Zeitpläne ausgeklügelt, in denen fast auf die Sekunde jeder Handgriff geregelt ist. Parallel dazu der Straßenbau. Häuser stehen dem Projekt im Weg. Sie müssen der Spitzhacke weichen. Nicht aber das Gebäude der AOK. Wieder findet man einen Ausweg. Die Versorgungsleitungen und Teile einer Fußgängerpassage werden in die Kellerräume eingebaut. Not macht auch im Tiefbau erfinderisch. Der Startschuss für den 80 Meter langen Fahrtunnel und zwei Passantentunnels ist inzwischen gegeben worden. Beim Aushub manche unliebsamen Überraschungen. Die Bohrer bleiben im Fels stecken. Und ein Stück Stadtgeschichte taucht aus der Versenkung auf. Reste des früheren Glöcklertors. Die Historiker freuen sich. Die Straßenbauer fürchten um die Einhaltung ihrer Termine. Und pausenlos rattern die Presslufthämmer, reißen Bagger den Boden auf, karren Lastwagen den Aushub weg. Und fast pausenlos donnern Züge über 25 Meter lange Hilfsbrücken hinweg. In minutiöser Kleinarbeit sind die schwergewichtigen Eisenträger montiert worden. Und immer steht man im Kampf mit der Zeit. Der Fahrplan muss eingehalten werden.
Die Anlieger haben beim Lärm der Maschinen und Bagger, beim Getöse der Signalhörner manche Nervenprobe durchzustehen. An der Baustelle wird selbst die Nacht zum Tag. Trotz vieler schlafloser Nächte der Bewohner müssen die Bauherren keine Rechnung für Europax bezahlen. Nicht einmal ein einziges Protestschreiben flattert auf den Schreibtisch. Die Behelfsbrücken sind geschafft. Das Bauwerk nimmt Konturen an. Ein Blick durch die Tunnelröhren deutet auf das künftige Gesicht. Mitten in der Stadt, zwischen Wohnblocks und Geschäftshäusern, wühlen sich die Tiefbauleute in die Tiefe. Der Fahrtunnel steht auf dem Programm. Auch bei den vielen Schienenverlegungen für die Straßenbahn greift man zu Kunstkniffen. Sie braust über den Fußgänger hinweg. In 9 Etappen gilt es, die Bahnunterführung durchzuziehen. Die Poliere kratzen sich an der Stirn, studieren die Pläne. Geometer rechnen exakte Standorte aus. Was das Wunder der Technik alles vermag, das wird hier auch dem Laien vorexerziert. Außerhalb des Schienenbereichs werden die Fertigteile für die Gleisbrücken hergestellt. Sie wiegen bis zu 650 Tonnen. Auf dem sogenannten Trestle-Gerät wird die Verschalung montiert. Bei der Armierung mit ihrem fast unübersehbaren Gitterwerk erweisen sich die Handwerker als wahre Künstler ihres Fachs. Stimmen die Spannstäbe auf dem Millimeter genau? Präzisionsarbeit wird ganz groß geschrieben. Wie aus einem Guss wird der riesige Betonklotz der Gleisbrücke zusammengefügt. Das Holz spielt die erste Geige, bevor der Baustoff in seine endgültige Form gebracht wird. Und immer wieder muss geprüft werden. Stimmen die Maße? Kein Kinderspiel, wenn man bedenkt, welch enormer Druck zu berücksichtigen ist. Die Terminpläne werden unterschritten, der Zugverkehr nur kurz behindert. Trotz Nachtarbeit und Übermüdung klappt alles wie am Schnürchen. Und worauf die Bauherren besonders stolz sind, während der Bauzeit ereignet sich kein einziger Unfall.
der Mann mit dem Schrubber. Nicht das Achterdeck, sondern die Verschalung muss gefegt werden. Panzerrollen, hydraulische Pressen, Hebezeuge werden aufgefahren. Das schwierigste Werk des Vorhabens beginnt. Die Brücken müssen, nachdem kurz zuvor die Hilfsbrücken entfernt worden sind, eingeschoben und auf den vorbereiteten Lagern verankert werden. Wiederum gilt es, Millimeterarbeit zu leisten. Eine Presse wird dazu verwendet, nicht größer als eine Kaffeemühle. Selbst das schlechteste Wetter kann die Leute vom Bau nicht verdrießen. Die Arbeiten gehen dem Ende zu. Die Straßenbahn ist bereits in den Untergrund verlegt worden und passiert in einer eleganten Kurve das erhalten gebliebene Ehinger Tor. Von diesem Bauwerk, aus der Zeit der Bundesfestung stammend, hat die Unterführung ihren Namen. Noch vor dem Straßen- und Fahrtunnelbau ist die 60 Meter lange und 32 Meter breite Bahnunterführung fix und fertig. So nebenher wird auch ein neues Stellwerk errichtet, dessen Männer vorher alle Hände voll zu tun hatten, die Züge in die richtigen Bahnen zu lenken. Das Haus der Bauleitung nahe der Baustelle hat bald ausgedient. Es ist zum Abbruch bestimmt. Die letzten Handgriffe werden getan. Das Bauwerk nimmt Gestalt an. Randsteine werden gesetzt, moderne Beleuchtungsmasten aufgerichtet. Rund 11,5 Millionen Mark, den Grunderwerb nicht eingerechnet, sind aufzubringen, um diese leistungsfähige Ost-West-Achse funktionsfähig zu machen. Der Stadtkämmerer sieht mit Hangen und Bangen sein Geld aus dem Stadtsäckel schwinden. Doch er wird eines Teils seiner Sorgen ledig, als das Land und letztlich auch der Bund sich bereit erklären, für das Bauwerk ein stattliches Schärflein beizusteuern. Der Westring aus der Vogelschau, mit Blick auf die Unterführung. Ein imposantes Verkehrsband, von den Autofahrern dankbar begrüßt, zieht sich durch die Stadt. Und die Musik, die Ulmer Stadtkapelle in ihrer historischen Tracht, spielt dazu. Krönender Abschluss des Gesamtbauwerks am 29. Mai 1967, der Chef des Tiefbauamts, Oberbaudirektor König, übergibt Innenminister Krause, Bundesbahnpräsident Öftering und Oberbürgermeister Dr. Pfitzer die Schere zum traditionellen Bänderschnitt. Der OB, ein alter Eisenbahner, pfeift und lässt den ersten Zug abfahren. Und die Autoräder rollen durch den Untergrund. Ein Teil einer Inschrift des ausgegrabenen Glöckler-Tors wird an der Unterführung angebracht.
Unter Kaiser Ferdinand II. Ließen der Rat und das Volk von Ulm dieses Tor mit dem anstoßenden Bollwerk für die öffentliche Sicherheit, welche der Himmel unverletzt erhalten möge, erbauen. Der Gast trete ein als Freund zum Freund. Im Jahre des Heils 1621. Jahre später kann dieser Spruch im übertragenen Sinn auch auf die Ehinger Torunterführung angewandt werden. Typisch bayerisch, im Ulmer Stil, vollziehen sich die Feierlichkeiten mit Bier. Die wir heute ihrer Bestimmung endgültig übergeben haben, ist vollendet. Eine gewaltige Bauaufgabe. Und Leberkäse. Der Verdichtungsräume insbesondere gilt das auch für die künftigen Maßnahmen, die hier in Ulm durchzuführen sind. Sie dürfen sicher sein, dass wir vom Innenministerium aus bereit sind, die Stadt Ulm auch bei künftigen... Ein Toast auf das gelungene Bauwerk. Während der Blick von oben über die modernen Verkehrsbauten streift, krempeln die Tiefbauer die Ärmel hoch und spucken in die Hände, um sich an den Neubau der Zinglerbrücke zu machen.